Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Heute soll es mal um ein kleines Special gehen, und zwar Erdgasfahrzeuge. Ich persönlich fahre gerade meinen Seat Leon TGI hier, den ich für 6 Monate derzeit habe. Und jetzt möchte ich euch einfach nur mal erklären, wie funktioniert denn das Erdgastanken. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Seat Leon ST mit einem 1,5 TSI Motor unter der Haube, der auf Erdgas umgerüstet ist, vom Werk aus direkt. 130 PS leistet das Triebwerk, 200 Newtonmeter Drehmoment, hier gekoppelt an ein 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe. Und das Thema Tanken ist ja immer so eine Geschichte. Erdgas, sehr effizient, verbrennt sehr sauber, verbrennt aber auch etwas heißer als Benzin. Deswegen ist da eine Anpassung für Brennräume und Einspritzverfahren vonnöten. Aber das so viel zum technischen Thema. Unter dem Kofferraumboden verbergen sich die Unterflurtanks hier für den Seat Leon. Da haben wir eine Kapazität von 17,4 Kilogramm. Erdgas im Tank. Zusätzlich haben wir noch einen kleinen Benzinkraftstofftank, 9 Liter Reserve sozusagen, die uns dann einfach überbrücken sollen, wenn denn das Erdgastankstellennetz uns nicht ausreicht und wir noch eine längere Strecke bis zur nächsten Erdgastankstelle vor uns haben. Das soll aber das Ganze sein. Der Kofferraum ist natürlich etwas verkleinert, da man den doppelten Laderaumboden hinausgelassen hat. Ansonsten ist der Seat Leon Erdgas auch so wie ein normaler Seat Leon. Woran erkennt man ihn übrigens? Ganz wichtig, wir haben hier die FR, also die sportliche Variante. Normalerweise sind hier 2 Abgasendrohre zu sehen. Die gibt es eben bei der Erdgas-Variante nicht. Zum Tanken. Wir haben ganz normal unseren Tankeinfüllstutzen hier. Den können wir jetzt einmal zeigen, wie das Ganze dann ausschaut im Detail. Öffnen ganz normal, wie wir es kennen. Und jetzt sehen wir auch schon, wir haben hier 2 Stutzen. Einmal für Benzin und der hier, der kleine Plümpel, der ist für Erdgas. Erdgas tanken ist auch ein Thema wie bei Benzin. Selbe Risiken wie bei Benzin. Da gibt es kein anderes Risiko oder kein erhöhtes Risiko. Alles safe. Das Ganze ist getestet und funktioniert. Wir sehen, das hier ist unsere Erdgaspistole, unser Zapfhahn sozusagen. Hier gibt es auch eine kleine Erklärung, wie man das machen kann. Verriegeln und öffnen. Wichtig ist immer das Teil hier vorne, denn das muss man immer so ein bisschen dann noch ziehen, wenn es verriegelt ist, damit man den auch besser abkriegt. Ansonsten rupft man da an dem Ganzen herum. So viel schon mal ein kleiner Trick nebenbei. So, wir tanken das Ganze jetzt einfach mal. Wichtig ist, dass wir den Hahn hier gerade einfach auf den Stutzen draufstecken. Einmal komplett verriegeln. Jetzt hören wir den Druck. Ausgleich, der jetzt noch hergestellt wird. Und jetzt passiert eigentlich gar nicht mehr viel. Ich muss nur noch hier auf Start drücken. Und schon läuft der Ladevorgang, der Tankvorgang in dem Fall natürlich. Was auch ganz wichtig ist, es gibt auch 2 unterschiedliche Arten von Erdgas. Einmal ein Erdgas H und ein L. Das ist die Qualitätsunterschied der Erdgas. Varianten. Das ist ein Mischungsverhältnis, Butan, Propan. So ein bisschen soll das Ganze eigentlich erklären. Mit dem H-Gas, also mit dem Premium-Gas, kommt man ein bisschen besser, ein bisschen weiter, der verbrennt ein bisschen besser. Mit dem Low, was man eigentlich kaum in Deutschland findet, hat man halt einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Das ist so ein kleiner Fun-Fact. Ich habe bis jetzt immer nur H-Gas getankt und ich persönlich tanke hier immer Bio-Erdgas, also aus regenerativen Energie sozusagen gewonnen, heißt Bioerdgas aus Biomasse. Das Gas, was dann entsteht, wird dann hier getankt, ist dann einfach wirklich klimaneutral, hat natürlich den nächsten Vorteil. So, jetzt stoppt das Ganze hier einfach ruhig, ohne irgendwas. Wir sehen, in dem Fall sind jetzt knapp 7,5 oder ein bisschen über 7,5 Kilo Erdgas hineingeflossen. Jetzt einfach hier wirklich entriegeln. So, jetzt hört man auch, dass das Gas wieder zurückläuft, dass das abgeschaltet wird. Jetzt nur hier tatsächlich eben, wie erwähnt, ein bisschen draufdrücken und ziehen. Und dann geht der Hebel auch wirklich einwandfrei hier ab. Das können wir wunderbar rumdrehen, hängen das Ganze ein, machen unseren Stöpsel hier wieder drauf und das Thema ist erledigt. Und wir können jetzt mit unserem Erdgasfahrzeug nach dem Bezahlen natürlich, ist ja klar,
entsprechend weiterfahren. Ich habe übrigens eine Reichweite hier in der Praxis gehabt nach 6 Monaten von knapp 400 Kilometer mit einer Tankfüllung. Und das Ganze kostet dann auch nicht die Welt. Jetzt in dem Fall für unsere 7,5 Kilo mit einem Durchschnittsverbrauch von 4 Kilo, was ich so im Schnitt habe, kommen wir dann auch schon gut 150 Kilometer rund weit. Jetzt war es jetzt mit dem Erdgas tanken für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Ganze hilfreich war, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, liken und gerne mal sagen, was ihr von Erdgas haltet. Das schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare. Ich sage jetzt Tschüss und Servus und danke fürs Reinklicken, euer Ubi.